Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Willkommen Umweltrecht. Mein Name ist David Suchanek von der Umwelt- und Energierechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Unser heutiges Thema ist nicht ein klassisches umwelt- oder energierechtliches Thema, sondern wir beschäftigen uns heute mit einem Aspekt der Bauproduktenverordnung. Aber keine Angst, es wird hier nicht um Bauphysik gehen, sondern wir widmen uns der sogenannten Grundanforderung 7, die, wenn man das dort nachliest, auch umweltrelevante Themen enthält, wie zum Beispiel nachhaltige Ressourcennutzung, Recyclingfähigkeit und Dauerhaftigkeit. Und die Grundanforderung 7 ist, wenn man so will, jetzt in Umsetzung befindlich. Und wie hier der Status ist, das möchte ich mit Diplom-Ingenieur Dr. Robert Stadler vom Österreichischen Institut für Bautechnik besprechen. Und es freut mich, dass Dr. Stadler heute hier ist. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns, dass Sie Zeit finden. Und meine erste Frage betrifft natürlich die Grundanforderung 7. Vielleicht können Sie uns einmal einen kurzen Überblick über die Grundanforderung 7 geben. Ich möchte mal damit beginnen, dass wir noch lange nicht bei der Umsetzung sind, sondern von OEB-Seite haben wir jetzt einmal ein Grundlagendokument publiziert im Juni, das sozusagen ein bisschen einen Startschuss geben soll, also auch bei den Stakeholdern signalisieren soll, dass wir das jetzt angehen und auch einen Diskussionsprozess auslösen sollen. Wir haben auch vor, jetzt zunehmend die Stakeholder einzubinden in diesen, in diesen Prozess. Und eine tatsächliche Richtlinie, die dann auch Anforderungen enthält und die dann von den Bundesländern als bautechnische Verordnungen auch umgesetzt werden, das soll es ab 2027 erst geben. Also da ist, okay, da ist ein bisschen, das ist da ist ein bisschen Zeit Jahre noch bis ja dahin. Okay. Und dieses Grundlagendokument hat im Wesentlichen zwei Komponenten. Das eine ist die Ausweisung und die Dokumentation von Dingen. Okay. Da geht es darum, ein Gebäude auch als Materiallager zu verstehen, weil in dem Moment, wo man irgendwelche Aussagen über Wiederverwertbarkeit von Bauteilen oder von Bauprodukten machen will, muss man mal wissen, was drin ist. Ja, ja. Ein zweiter Punkt, der da bei dieser Dokumentation eine Rolle spielt, ist das sogenannte GWP, das Global Warming Potential. Weil da wird von der EPBD, von der Energy Performance of Buildings Directive, voraussichtlich ab 2027 vorgeschrieben, dass dieses auszuweisen ist. Und das ist, und dazu werden wir quasi von Brüssel verpflichtet. Also das müssen wir dann auch umsetzen. Und diese Dokumentierbarkeit ist ein Punkt. Und das ist relativ einfach, weil diese Dinge doch relativ klar zu definieren sind. Was ein bisschen schwieriger ist, ist Vorgaben bezüglich Rückbau, weil das natürlich sehr weit in die Zukunft reicht, weil wir nur für den Neubau verlangen können, dass da sozusagen ein Konzept für den Rückbau stattfindet. Und die Dinge, die heute neu gebaut werden, die sollen möglichst lang halten. Also das ist eine schwierige Komponente. Dann gibt es das Thema Recycling, das auch kombiniert ist mit dem Bereich Umgang mit Abfall. Das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt generell, so Kreislaufwirtschaft. Das ist ein Schwerpunkt natürlich, weil es geht einfach darum, den Verbrauch von Materialien und Ressourcen zu reduzieren. Das heißt, möglichst wenig soll auf Mülldeponien landen. Das ist schon rein rechtlich auch sehr komplex, weil der Bereich natürlich zu einem weiten Teil auch Bundesmaterie ist. Und wir natürlich ein Institut der Bundesländer sind, also das ist besonders herausfordernd. Und eine Frage, die natürlich ganz zentral ist bei Nachhaltigkeit, ist, Gebäude sollten möglichst lange stehen bleiben, also das Thema der Dauerhaftigkeit. Und das hängt zusammen mit Umnutzung und mit Nutzungsflexibilität von Gebäuden. Nur wie man das in einer Richtlinie verankern
kann. Also das muss noch einen sehr langen Diskussionsprozess. Und vielleicht eine Rückfrage, Nutzungsflexibilität, haben Sie jetzt gesagt, was kann ich mir darunter vorstellen, dass man anstatt abzureißen, das anders nutzt oder dass genau, das, ja, genau. Okay. Wobei, da gibt es zwei Komponenten, also zum gleichen Zweck wieder nutzen. Mhm. Das ist dann eine Frage der Adaptierbarkeit, mhm, weil es hat jeder zum Beispiel, Bewohner einer Wohnung hat andere Vorstellungen, wie die Wohnung, ja, in der er leben möchte, sein muss. Mhm. Da muss eine leichte Adaptierbarkeit da sein. Und was natürlich viel schwieriger ist, wenn man zum Beispiel ein Wohngebäude zu einer Lagerhalle machen will, mhm, jetzt blödes Beispiel, okay, da braucht es einiges mehr an Anpassungsfähigkeit. Haben Sie ja vorher gesagt, Treibhausgaspotenzial ist natürlich auch ein Thema. Gibt es da schon Überlegungen, wie man das quantifizierbar macht, oder ist das eh relativ einfach? Na, einfach ist es nicht, aber da gibt's einiges dazu. Mhm. Im Wesentlichen beruft sich, also die EPBD, die das ja auch festlegt, weil in dem Moment, wo das ab 2027, ja, kommen soll, muss das natürlich sehr konkret sein. Mhm. Im Wesentlichen bezieht sich das auf eine europäische Norm, wo das GWB auf die diversen Phasen, also die Bau- und Planungsphase, die Nutzungsphase, die Rückbauphase und dann gibt es noch das Modul D, also alles, was außerhalb der Systemgrenze ist, wo diese Dinge definiert sind. Mhm. Die Europäische Kommission arbeitet auch an einer gemeinsamen Sprache, also zwischen allen Mitgliedstaaten, um diese Dinge nicht nur zu quantifizieren, sondern auch zu formulieren. Mhm. Das nennt sich Levels. Mhm. Und wir haben uns bei unserem Grundlagendokument sehr an einzelnen Kapiteln von Levels orientiert. Okay. Weil wir von Anfang an das Bestreben gehabt haben, also sozusagen so EU-konform wie möglich, mhm, zu sein, damit man dann im Nachhinein nichts reparieren muss. Okay. Und vielleicht ein anderer, formalerer Aspekt, wer soll der Adressat sein von diesen Vorgaben? Weil, naja, also grundsätzlich ist es so, was die Baustoffe betrifft, gibt es ja die Bauprodukteverordnung, das ist eine Verordnung, das heißt, das ist nicht in nationales oder föderales Recht umzusetzen, sondern das gilt einfach für die ganze Union. Was von den Mitgliedstaaten zu regeln sind Richtlinien für die Gebäude. Mhm. Und da sind bei uns die EuB-Richtlinien, mhm, die Bundesländer dann umsetzen. Okay. Das heißt, der Hauptadressat sind Planer und Bauherren. Mhm. Aber natürlich, in dem Moment, wo man das GWB eines ganzen Gebäudes ermittelt, mhm, setzt sich das im Wesentlichen zusammen als eine Summe von den GWBs, von den Bauprodukten und Bauteilen, mhm, die darin verbaut sind. Ja. Und dadurch wirkt das natürlich auch rück auf die Bauprodukte. Verstehe, indirekt sozusagen. Ja. Indirekt, aber okay, die Adressaten sind Planer und Bauherren. Mhm. Mhm. Aber das bedeutet auch, dass die Bauproduktehersteller eben diese Bewertung vornehmen müssen. Und naja, oder inwiefern geht das jetzt weiter? Da gibt's zwei Möglichkeiten. Ja. Also es gibt die sogenannten Bau-EPDs, ja, wo man seinem Produkt quasi ein Zertifikat geben kann, wo das professionell ermittelt wird. Mhm. Das kann man nicht jeden abverlangen. Das kann man nicht verpflichtend machen. Vor allem für Klein- und Mittelunternehmen ist das vielleicht ein bisschen ein Challenge. Mhm. Auf der anderen Seite möchte man, dass es so viele wie möglich machen. Also man möchte Anreize schaffen. Und darum ist die Idee, dass es generische Datenbanken geben wird für die Bauprodukte. Diese aber ein bisschen schlechter bewertet sind, okay, als es den genaueren EPDs entsprechen würde. Das heißt, man hat einen Anreiz, sozusagen die genauere, weil bessere Bewertung zu bekommen. Aber die sich das nicht leisten können oder wollen, die müssen halt damit der schlechteren Bewertung leben. Okay, verstehe. Ich glaube, das ist das, was vorgesehen ist. Mhm, mhm. Und jetzt, weil Sie vorhin auch noch gesagt haben, Sie stehen da, oder man steht hier noch am Anfang, Stakeholder sollen auch eingebunden werden, das heißt, aufbauen von dem Grundlagendokument, und ein bisschen Zeit ist ja noch bis 2027,
Wird es jetzt Stakeholder-Runden geben? Ich nehme an, da werden auch dann Länder eingebunden und... Das ist also, die Bundesländer sind quer durch den ganzen Prozess eingebunden. Also bei uns funktioniert das so, wenn wir an einer Richtlinie arbeiten, also jetzt nicht nur an einer neuen, sondern auch die eine von den alten sechs überarbeiten, was wir im Vierjahreszyklus tun, dann bearbeiten wir das in Sachverständigenbeiräten, die sich aus Vertretern von allen Bundesländern zusammensetzen und vom OIB moderiert werden. Okay. Die sind eh immer in alles eingebunden. Die anderen Stakeholder, also Wirtschaftstreibende und die Wissenschaft und diverse andere Gruppen, die haben wir vereinzelt schon in unsere Sitzungen halt eingeladen, aber das war sozusagen ein bisschen noch handverlesen. Und jetzt wollen wir aber einen breiteren Prozess starten. Und da wird es auch einen Workshop geben, Anfang kommenden Jahres. Und das war auch ein bisschen eine Motivation für unser Grundlagendokument, für das müssen wir nicht machen, dass wir einer Richtlinie ein Grundlagendokument vorausschicken, sondern der Grund war auch, das einmal zu veröffentlichen, um Feedback zu bekommen und um den Dialogprozess zu starten. Aber wir wollten dieses Feedback nicht von null weg einholen, sondern wir wollten uns zuerst in unseren Sachverständigenbeiräten in das Thema vertiefen, dann etwas zu Papier bringen und dann den Feedback-Prozess starten. Okay, und jetzt hätte ich noch eine inhaltliche Frage, weil wir haben es vorher schon angesprochen, also die Abfallphase des Lebenszyklus ist ja ein wichtiger Bestandteil. Können Sie mir da vielleicht noch ein paar Eckpunkte sagen, was auf was da möglicherweise, Sie können das jetzt natürlich, das ist mir klar, noch nicht voraussagen, was in der Richtlinie stehen wird, aber was sind da so die wesentlichen Eckpunkte bezüglich Recyclingfähigkeit, Dauerhaftigkeit, kann man da schon allgemein was sagen, auf was da drauf ankommen wird? Naja, mit Dauerhaftigkeit hat das Thema Abfall nichts zu tun, weil in dem Moment, wo es Abfall gibt, haben wir beim Thema Dauerhaftigkeit schon ein wenig versagt. Es geht um die Trennbarkeit von Abfall oder die Trennbarkeit der Produkte des Rückbaus. Okay, ja. Und dann geht es auch um die triviale Frage, wie gehen wir mit dem Aushub um im Neubau, weil dass wir zum einen riesige Deponien für den Aushub haben und zum anderen also die Grundmaterialien für den Neubau von irgendwo halt herkommen müssen, also dass es da keine Wechselwirkung gibt, ist ein Problem. Das betrifft aber in sehr vielen Punkten auch die Bundesgesetzgebung und da sind wir mit dem BMK, also mit dem Klimaministerium auch im Austausch, aber die große Komplexität für uns ist da auch, dass das eben zwischen Bund und Ländern noch abgestimmt werden muss. Okay. Ja, wir sind mit der Zeit jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, wir konnten noch lange darüber diskutieren und ich habe es sehr interessant gefunden, was Sie uns mitgeteilt haben. Und ja, liebe Zuseherinnen, ich fasse nur vielleicht noch ganz kurz zusammen, was für mich hängen geblieben ist jetzt an dem interessanten Gespräch. Wir stehen bei der Grundanforderung 7 noch am Anfang eines Prozesses. Also es wird sicher noch eine Weile dauern. Frühestens 2027 werden wir dann die Richtlinie haben. Die Stakeholder werden da noch in diesen Prozess eingebunden werden. Und ich bin jetzt einmal so frech und behalte mir vor, dass wir Sie vielleicht doch mal einladen und uns erkundigen, wie der Zwischenstand ist. Und ja, für den heutigen Tag darf ich mich nochmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken und auch bei Ihnen zu Hause. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.